Herzlich willkommen bei ChamTV. Am 21. Dezember 2012 soll nach dem Maya-Kalender die Welt untergehen, was aber viele Leute nicht glauben wollen. Trotzdem wissen aber viele nicht, dass ein Sonnensturm auf die Erde treffen könnte. Wir haben uns in der Solothurner Altstadt umgelassen, was die Passanten von dieser Behauptung halten und wie sie sich auf den letzten Tag vorbereiten würden, falls der doch eintreffen würde. Am 21. Dezember soll die Welt untergehen. Was haltet ihr von dieser Behauptung? Wie jedes Jahr. Lügen. Ja. Also, ich würde jeden Fall mit zwei hübschen Frauen verbringen, letzte Minute. Jeden Fall. Ich glaube das schlichtweg nicht. Ich bin nicht abergläubisch und ich habe nichts von, was soll ich sagen, einfach die Medien pushen jetzt das auch auf und ich glaube nicht daran. Ich glaube nicht daran, das Zeug. Ich muss nicht, ja, nicht am 21. ist es vielleicht ein paar Jahre, aber noch nicht jetzt. Also sie geht sicher nicht unter, aber an diesem Tag ist ganz eine spezielle astrologische Konstellation. Also der Tag hat Auswirkungen auf die nächsten Jahre. Es kann sein, dass wir nächstes sagen, ah, das hat im Dezember 12 angefangen. Also mit dem rechne ich schon, dass etwas Einschneidendes passiert, aber sicher nicht der Weltuntergang. Woher glaubt ihr, kommt die Vermutung? Ich glaube, das ist nur Geldmacherei, und zwar von der Wahrsagerinnen und Wahrsager, wo überhaupt nie etwas passiert ist bis jetzt, oder? Und da haben immer gesagt, ja, das kommt nicht, kommt. Also, ich glaube nicht. Aber das wissen wir nicht, kann passieren. Es gibt immer 1% Chance, dass das passiert. Gell? Aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich weiss es nicht einmal genau. Ich habe es einfach jetzt von vielen Leuten immer wieder gehört, die mir das gesagt haben. Ich habe sogar eine Bekannte, die Vorräte horten, weil sie das Gefühl hat, wenn es dann vielleicht einfach schlimm würde, dass sie dann noch zu essen hätte. Ja, sie sagen es ja von den Mayas, sagen sie dann, von dem Kalender, der laufe ich ab und ja. Also sicher sind wir durch den Maya-Kalender auch ein bisschen verunsichert, weil das so über Tausende von Jahren ist der Kalender gegangen und der hört jetzt. Und dass das Fragezeichen auslöst, finde ich nachvollziehbar, ja. Es wird spekuliert, dass ein Sonnensturm eintreffen könnte. Habt ihr davon schon etwas gehört? Nein, ja, nicht gehört von dem, aber ich glaube, es wird etwas kommen. Von oben runter, vom März, wo sie hier rumknurren und machen und tun, dass von oben etwas abkommt. Aber so glaube ich nicht. Nein. Ja gut, wenn wir wenigstens heiß, schönes Wetter, nicht so wie jetzt Schnee, gell? Dann ist wenigstens gut. Dann kann man schön sterben, gell? Also mit schönem Hitze, dann kann ich gut, Sonnenbrand. Nein, von dem habe ich eigentlich noch nie gehört, nein. Ja, da habe ich schon gelesen darüber. Es hat ja schon mehrere Sonnenstürme auch heuer schon gegeben und da sind die elektromagnetische Netz betroffen, Handy, Computer, Elektrizitätswerk. Also von dem kann man schon, muss man schon ausgehen. Nein, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch zu wenig damit befasst, weil es mich eigentlich, weil ich nicht daran glaube, weil ich auch nicht darüber zu fest nachdenken und Sachen suchen, die ich lesen könnte oder ja. Der Sonnensturm könnte zu Störungen des Magnetfelds der Erde führen und somit könnte das ganze Stromnetz zusammenbrechen. Würde das euch an eurem Arbeitsplatz beeinträchtigen? Ich fahre Bus mit Diesel, also kein Strom. Das heisst, wir werden auch immer nur fahren. Ja, ich finde, es wird wirklich schade wegen Facebook. Der wird nicht online sein auf der Facebook. Also das finde ich wirklich schade. Ohne das wird nicht gehen. Also das kann ich nicht vertragen. Es würde mich sicher sehr beeinträchtigen, weil wir haben gerade heute bei uns daheim, wir haben eine Praxis, läuft der Computer nicht mehr und das ist ein relativ grosser Einschnitt. Da merkt man, wie man eben abhängig ist von unserer medialen Welt und auch von unserem Computer und so weiter. Aber das mit dem Sonnensturm, dass das Magnetfelder verändern könnte, so etwas glaube ich schon. Aber ich denke nicht, dass das so in einem grossen Mass eintreten wird, als unsere Welt gerade untergeht. Also, aber solche Sachen könnte ich mir schon vorstellen. Ja, ganz sicher, würde eigentlich alle beeinträchtigen. Ja klar, das wäre krass. PC, die abstürzen, Strom, nicht mehr heizen, frieren im Winter. Also auf jeden Fall habe ich Holz gekauft, ich kann Feuer daheim. Angenommen, der 21. Dezember wäre wirklich der letzte Tag der Menschheit. Wie würdet ihr ihn verbringen? Das ist schwierig zu sagen. Weil, also ich habe letztes Mal einen Film gesehen, der so über das geht. Oder? Und dort ist ja ein grosses Chaos ausgebrochen. Ich weiß nicht, ob ich da könnte, wenn es wirklich so wäre, ob ich mit diesem Chaos könnte entziehen könnte, ob ich da nicht auch Angst hätte und ja, auch noch alles Mögliche würde machen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es kommt nicht dazu. Ja, das wäre es schon gewesen. Ich weiß doch nicht wie. Ich würde einfach alle ganze Familie zusammenbringen und ein schönes Fest machen. Und machen, solange es geht. Ja, wie gesagt, von Anfang. Wahrscheinlich 2 Frauen nebenan. Und so sterben. Also mit Sonne. Das ist gut. Boah, keine Ahnung. Auch in Panik. Weiß nicht, ehrlich. Ich habe am 21. zu oben abgemacht, um fein essen. Und ich will gleich fein essen. Das war es vom Elfi Highlight. Ob die Welt am 21. Dezember wirklich wird untergehen, werden wir sehen. Was die Auswirkungen eines allfälligen Sonnensturms sein könnten, ist nicht klar. Zu grosse Sorgen sollte man sich aber trotzdem nicht machen. Das empfehlen auch wir von Jump TV.